Moin moin zusammen. Schon wieder habe ich ein Unboxing für euch. Dieses Mal ist aber kaum etwas dabei, was ich horten werde, weil ich am 3. Oktober ein Feuerwerk mache. Und ja, das ist jetzt die Bestellung dazu. Einige Batterien und anderer netter Kram. Aber ich werde euch jetzt mal einfach zeigen, was ich alles bestellt habe. Bestellt habe ich übrigens bei Röder. Die haben wieder sehr schnell die Bestellung bearbeitet. Vielen Dank dafür. Und jetzt lass uns einfach mal reingucken. Ja, ist ja wieder so typisch, das ist das Erste, was ich, was hier sichtbar ist, ist doch was zum Horten. Und zwar habe ich hier zwei Schinken Booster D. Wenn ich das dann mal hier rauskriege. Das ist noch die alte Charge mit 204,8 Gramm NEM. Die neue hat ja irgendwie 280 Gramm. Aber die sind ja trotzdem sehr geil und ich bin mal gespannt, wie die 2014er Charge ist. Die habe ich auch bestellt bei Toshi, die kommt dann zu Silvester. Aber die alten Schinken sind natürlich auch echt cool. Ich fand die schon letztes Jahr echt spaßig. Wie gesagt, zwei Schinken. So, ist ein Verpackungsmaterial. Hier ein Leslie Raketenständer. Am 3. Oktober werde ich nämlich auch am Anfang mit Handzündung eine Donnerrakete starten lassen. Das ist natürlich so ein Ständer nicht verkehrt. Auch zum Horten. George Skyrockets. Preis-Leistung einfach super geil. Fünfmal bestellt. Ich weiß nicht, die anderen sind wahrscheinlich dann in dem anderen Karton. Ja, Panda Feuertopf, 50 mm Kaliber, 40 Gramm NEM, wie ihr hier sehen könnt. Davon habe ich zwei Stück bestellt. Hier ist der zweite. Was auch nicht fehlen darf, Lucifer Gold von Panda, habe ich auch zwei Stück von bestellt. Hier ist der zweite. Majestic Falling Leaves, hat zwar nur 95 Gramm NEM auf 10 Schuss, aber ich habe eine sehr kurze Phase, ich mache ja ein Musikfeuerwerk, wo halt es eher ruhiger ist und ich werde die sogar beidseitig zünden, weil diese Phase wirklich extrem kurz ist und dann, ja, die brennt jetzt hier vielleicht in 8-9 Sekunden mit beidseitiger Zündung. Was da auch nicht fehlen darf, Zündleitung 500 Meter, zweiadrig. Ist ja, wird ja elektronisch geschossen. Das ist mein erstes verleitetes, also elektronisches geschossenes, elektronisch geschossenes Feuerwerk. Ich bin gespannt, wie es klappt. Ich habe zwei Remotec 32 Kanalanlagen und den Aufbau des gesamten Feuerwerks so mit Fächern und so werde ich euch dann noch zeigen. So, hier drin. Da sind die anderen beiden Vulkane. Und zwar der Jorge Colorful Vulkan, auch ein riesen Oschi. Mit 220 Gramm NEM. Ja. Dann hier Beko Mercury, sieht hier oben ein bisschen eingebeult aus, aber ich glaube, das macht nichts. Ich habe davon noch eine Laser hier rumstehen, deswegen, also die werde ich dann sozusagen zweifach schießen am Anfang des zweiten Liedes. Aber das werde ich euch da alles noch genauer zeigen. Auf jeden Fall sehr geile Fontäne. Die Mythos gibt es ja jetzt leider noch nicht, die gibt es erst zu Silvester, aber die werde ich mir dann auch nochmal irgendwann bestellen. Jo, und jetzt kommen wir dann schon zu den Batterien, wenn ich die mit einer Hand hier rauskriege. Einmal die Pink Panther, auch ein sehr kleiner Karton, wie ich immer wieder feststellen muss, ist natürlich ironisch gemeint. 264 Gramm NEM, ich glaube, das meint waren sogar 30 mm Kaliber. Ich habe überhaupt in dem Feuerwerk fast nur irgendwie Riesenkaliber verwendet,
oder große Kaliber. Ich habe wenig, was unter 25 mm ist. Aber ist ja auch schön, ne? Ja, dann hier dieser noch größere Oschi, die Lila Lena mit 470 Gramm NEM. Einfach eine super geile Batterie, kann man nicht anders sagen. Sehr, sehr schön, absolut große Bouquets und Riesenausbreitung. Ich freue mich darauf. Ich kriege sie jetzt hier nicht so mit reiner Hand rausgehoben, muss ich gestehen. Das war es auch schon mit dem ersten Paket. Ich werde jetzt mal das zweite dann aufmachen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Paket Nummer 2 ist noch ein bisschen größer. Nochmal ein bisschen Verpackungsmaterial hier. Sylit Kochgeschirr-Set. Jo, hier sind die anderen Skyrockets. Ja, ein kleiner, netter Single-Shot, Pyro Show Pack 5.8. Ja, ganz einfach Silberschweif-Kometen. Super geil, ich liebe diese Dinger. Jo. Auch immer sehr zu empfehlen, von Pyro Giochi, sind ein bisschen teurer, aber einfach super schöne Fontänen. Haben 48 Gramm NEM, ist jetzt nicht so viel, aber dafür, was da rauskommt, schon geil, echt. Richtig schöne Fontänen, werde ich dann natürlich dann euch dann zeigen im Feuerwerk dann. Ja, Strobolo Rot oder Strobolobo, ja, ich finde den Namen echt ein bisschen komisch. Sollen ja teilweise starke Schwankungen haben. Die roten sollen noch die besten sein. Ja, wird dann im Finale sozusagen ein bisschen rumblitzen. Ja, 2 Stück. Ja, die schwarze Witwe habe ich auch 2-mal bestellt. Hier ist die zweite. Dann die Doc 12, auch eine sehr, sehr schöne Batterie, die schießt sich doppelt und beidseitig gezündet, also man könnte fast sagen vierfach, in 10 Sekunden ist der Spaß dann schon wieder vorbei. Jo, ja, ich habe hier Blackbox bestellt, aber ich finde die einfach super, die Firma. Ja, Hypnotica, auch 2-mal. Ja, Figurenlichter müsste auch, genau, da unten ist das zweite. 50 Stück in Blau für die 60. Das ist nämlich ein 60. Geburtstag. Ja, was haben wir denn hier noch? Klar, die zweite Pink Panther. Jo, da unten sind noch jetzt etwas größere Cakes. Machen wir hier weiter. Kleines witziges Teil, die Swava. Mini-Fächerbatterie, die ja eigentlich so bis 10 bis 15 Sekunden alles rausrotzt. Die werde ich dann zweifach schießen. Da ist nämlich dann da unten die zweite. Ich kriege gerade nicht daraus, das zeige ich euch gleich. Ja, natürlich nochmal Anzündblitze, braucht man immer mal, ne? Und Matchtape, natürlich für die Figurenlichter, aber auch um zu verleiten, ganz normal. Jetzt kriege ich das andere Ding hier raus. Nummer 2, das war da. Ich weiß gar nicht, wie viel NEM die hat. 110 Gramm, naja, gut. Ja, ich dachte zwar vorhin, ich habe zwar fast nur größeres als 25 mm, aber es gibt natürlich Ausnahmen, wie hier jetzt. Ja, dann
Nehmen wir mal diesen riesen Oschi hier raus. Hieran darf auch nicht fehlen in einem guten Feuerwerk. Das ist jetzt hier die PSP 114 mit gelben Bouquets. Ich wollte eigentlich die blauen haben, aber die hatte Röder leider nicht. Werden auch zweifach geschossen, gefächert. Ich hole mal die zweite raus. Ja, das ist sie. Jo, dann haben wir hier noch Mojito von Pyro Giochi. 120 Gramm NEM ist natürlich schon eine ganze Menge für so eine Fontäne. Die ist, glaube ich, auch richtig, richtig schön. Bin gespannt. Ich habe die jetzt noch nicht live gesehen. Sah auf dem Video aber verdammt gut aus. Jo, dann haben wir hier nochmal Keller Vesuv Vulkane. Habe ich auch gerade erst hochgeladen. Ein Video davon, 10 Stück. Die werden auch in dem Feuerwerk wohl verwendet. Und als... Achso, genau, hier sind die Zünder drin. 100 Stück, 30 cm. Und das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das ein großer Kuchen ist. Ist die Pyro Arts Gardi mit 426 Gramm NEM, 49 Schuss. Ist mit Crackling-Feuertöpfen und ja, Falling. Ja, Leaves kann man ja nicht sagen. Sagt mal schnell, Goldregen. Sehr, sehr geil. Kommt dann auch eine der ruhigeren Phasen des Songs. Ja. Dann, was jetzt hier noch fehlt, was aber auch in dem Feuerwerk vorkommt, ist die Pyro Art Lager. Fünffach geschossen. Und die Helios Reno werde ich noch da drin haben. Und ja. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal eine Gesamtübersicht. Und dann... Ja. War es das auch schon. So, da bin ich wieder. Ja, hier unten auf dem Tisch war jetzt kein Platz mehr. Ist ja auch jetzt für Silvester. Zwei Schinken Booster D, alte Charge. Mit knapp 2,5 Gramm pro Böller. Und ja, fünfmal die Yorgo Skyrockets. So, dann machen wir mal hier oben weiter auf dem Tisch. Jetzt für das Feuerwerk am 3.10. Also ich habe die Lager und die Helios Reno jetzt noch nicht dazu gepackt. Sind im Keller, deswegen jetzt erstmal das, was jetzt heute kam. Also hier insgesamt 50 Bengal-Lichter in Blau für die 60. Dahinter die Blinkfackeln, sage ich mal, von Blackbox, zwei Stück. Die Pyro Giochi von Tene Mojito mit relativ viel NEM. Dahinter zwei Jorge Colorful Vulkane und zwei Lucifer Gold Vulkane. Dahinter wiederum zwei Panda Feuertöpfe. Davor Effetto Tris von Pyro und Giochi, oder wie auch mal die man ausspricht. Hier vorne die PSP 58 mit Silberschweifkometen, Single Shot. Ja, hier vorne noch das übliche Geplänkel zum Verleiten. 10 Keller Vesuv Vulkane und halt der lässige Raketenständer. So, dann hier links die Pyro Arts Gardi, ein ganz schöner Koffer, muss ich ja sagen. Dann zweimal die Heron PSP 114 und obendrauf steht noch die Svava, die erste. Daneben haben wir einmal Blackbox Lina Lena, Pink Panther zweimal und dann nochmal die Svava und obendrauf nochmal die Majestic Falling Leaves. Hier unten zweimal die Schwarze Witwe, zweimal Hypnotica, zweimal Doc 12 und die Mercury Fontäne, die ich dann mit einer Laser nochmal unterstütze, ist ja dasselbe, nur umgelabelt. Ja, und das Ganze wird dann so in gut 5,5 Minuten verschossen. Ja. Ja, eins habe ich noch vergessen. Die Nico Shock Tube, die kommt auch noch dazu. Die ist jetzt aber halt auch im Keller. Ja. Und wenn ich dann weiter bin mit den Fächern und so. Ich bin jetzt kein toller Handwerker, die sehen nicht so toll aus, aber die sollen auch nur ihren Zweck erfüllen. Das liegt ja auch das Malevlies. Ja, wenn ich dann damit fertig bin und auch schon die Batterien dann mit den E-Zündern versorgt habe, dann mache ich nochmal ein Video für euch. Das soll es dann aber jetzt erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, könnt ihr ein Abo da lassen. Wenn nicht, dann lasst ihr es halt. Ja,
Es war mal wieder ein bisschen länger heute, aber es ist ja auch eine große Bestellung und natürlich werde ich euch dann auch am 3.10. das Feuerwerk nicht vorenthalten. Ich hoffe, dass sich jemand zum Film findet. Ich habe natürlich nur, ja, ich habe natürlich jetzt keine Zeit, dadurch, dass ich halt direkt die Fernbedienung kontrollieren muss. Ich habe leider kein Zündmodul, USB-Zündmodul für Musiksynchrone Feuerwerke, aber was soll's, ihr kriegt das schon hin. Also, bis demnächst.